Zurück zu meinem zwei Alex-Wirtschaftler, die Pols mit mir, lieben Fabi. Hallöchen. Mensch, Maya, was hast du denn für den Schwart gemacht hier? Extra mit einem kleinen Schlangenschwänzchen am Ende. Ja, merke ich schon. Also, wir gucken, dass ich ob ich aufpasse noch. Ja, ich dachte, da einschläfst. Wie viel, Dings Zeug hast du jetzt eigentlich schon verbraucht? Jetzt bei 75%. Hä? Ja. Ich hab 600 Meter Netz verbraucht. Alter Schwede. Nee, Netz. Schwede ist das nicht. Also ich bin mir nicht sicher, aber damals, wo wir das mal genutzt haben, da würde ich sagen, war das nicht so viel, was man verbraucht hat. Das ist so, ja. Also ich meine, jetzt musst du es immerhin mal auffüllen, aber... Ja. Na gut, es sind aber schon 33 Spalten, als gepresst habe, jetzt sagen wir. Ist ja jetzt auch nicht so wenig, ja. Das stimmt auch. Also kommst du... knapp 100 Ballen. Nennt knapp aus über 100 Ballen. Ja, dann müssen wir wohl. Achso, nee, wir machen jetzt im Jahr nicht mehr so viele. Wir machen jetzt ja eigentlich nur noch knapp über 50. Achso, ja. Und die sind wir am Strohballen. Okay, wir machen mehr wie 50. Ja, dann müssen wir wohl im Jahr öfter mal Dings kaufen. Na gut. Oder beziehungsweise einmal den Vorrat voll kaufen. Ja, na gut, einmal eine Palette ist dann mehr drin wie eine Ladung. Ist das ja, schön. Ja. Es ist jetzt imaginär nur eine Rolle drin wahrscheinlich. Ja. Weiß nicht, was auf der Palette drauf ist jetzt wirklich. Du hast ja gekauft. 45.000 Meter. Ja. Ja, also sind da... Und für 4.500 gehen rein, dann sind 10 Rollen da drauf. Ja gut, dann... Ist ja gar nicht so schlimm. Mann. Kommt hier irgendwo was? Nee, alles frei. Jetzt ping. Nee, hat gepasst. Also dieser Schwader ist für diese Map nicht konzipiert. Nee, ich bin nicht hängen geblieben, also. Aber du musst schon verdammt weit rausfahren, damit das passt. Weil du sonst an dieser Brücke da hängen bleibst. Oder das, nicht Brücke, an diesen Leitplanken. Aber der läuft natürlich auch super schön trotzdem mit. Ja. Das muss man ihm lassen. So. Letzter Schwart für diese Wiese. Ups. Und Vollstoff. Zack. 28 Stunden hat das Moped schon. Was fährst du schon dir, gell? Jo. Ja, ist schon ein bisschen hart. Na ja, gut, der Case hat 22, der haben wir auch gebraucht gekauft. Das stimmt. Das für diese Map nicht viel zu groß wäre, wären so ältere John Deere Modelle auch schön, aber das stimmt. Sowas wie oh. So ein 7930 oder so. Sehr gut, ja. Schon sehr lang. Ja. Ja. Da geht wahrscheinlich nur so ein 7530 oder so. Ja. Der Holland ist einfach 36 Stunden. Jo.
Schon ein bisschen was. Ah, okay. Interessant. So, kommt da was? Nein, dann ist gut. Aber richtig was auf der hohen Kante hier. Bisschen, ja, 500 Euro. Ja. Können wir uns fast schon, weiß ich nicht, eine Spraydose kaufen. Jo. Ah, ich dachte, du bist so schnell. Ja, hier hinten ist doch schon eine fertige Schwarte. Ja, ich sehe ja nichts. Hier ist vorher ganz mal fertig. Ach so, das Fahrgrund nimmst du mal mit. Versuch's zumindest. Ah, es lenkt. Ah, Gottchen. Nein. Abwarten. So, 15 Meter habe ich und jetzt habe ich. Alter! 15 Meter hatte ich und jetzt habe ich schon nur 84. Okay. Und ich habe 30 Meter gebraucht, dann. Na gut. Knapp 30 Meter, das wären ja. An dem Moment, der Ball ist ja zwar 1 Meter hat einen Durchmesser, aber ja trotzdem mehr außenrum. So. Oh, es macht da nur Schlangenlinien. Oh je, oh je. Ja, pass auf die Schlange. Eine Schlange mit Winkel. Toll, ey. So. Ah, Schwierball. Ist es mal hier. Ja. Es dauert eine Weile. So. Passt, alles passt hier. Jo. Da. Sehr schön. Jo. Ja, es passt gerade so. Hey, wie viele Ballen brauchst du? Hast du ausgerechnet gehabt? Um die 50 oder was? Brauchen wir mir. Ich meine schon, ja. Ich kann es dir nicht genau sagen, wie viel wir halt brauchen, aber ich meine, es wären um die 50 Ballen. Okay. Also
Also rein theoretisch müsste ein Schnitt genau reichen, dass wir ein bisschen Überschuss noch hätten für ein Jahr. Theoretisch. Und praktisch nicht. Ja, praktisch kann es natürlich sein, dass die Tiere mal ein bisschen an. Ja, eigentlich kann es nicht sein, dass sie anders verbrauchen, Naja, aber. doch, wenn wir Kälber bekommen, dann werden es ja mehr. Meinst du, die, die wir in ein paar Monaten wieder bekommen? Ja. Oh, weia. Aber den Wagen kann ich eigentlich direkt mitnehmen hier. Ja. Ach so, na gut. Hä? Komm fest mal weiter. Boah, die Kühe sind auch eigentlich ganz schön alt. Sind 52 Monate schon alt. Hä? Alte Biester. Mhm. Nee, das gibt's hier nicht. Fehlt dir noch was? Ja. Hier hinten ist noch ein dicker Haufen. 88. Wo hinter dir, wo du gekommen bist? Jo. Oh. Das ist ja Da der fünf rechts. 55. Ballen dann. Hier. So. Na, so dick ist der jetzt nicht, aber. Zack, naja, waren auch schon 2%. Ja, ist gut so. Gibt's dafür nicht ein Mod oder sowas? Wofür? Ja, dass du Ballen früher rausschmeißen kannst, halt jetzt mal in Anführungsstrichen. Nein, den gab es im 19, aber ob es im 22er gibt, weiß ich nicht. So. Das ist ja eh gar nichts mit tun. Ah, doch, du fährst irgendwo rum. Sonst hätte ich Ja, gesagt, warum? guck mal auf der anderen, wie ich es am Stadion wo einen großen Haufen liegen gelassen habe. Also, ja. Warte. Attention! Opa! Mann, was macht denn hier ein JCB? Jesus Christus, Baumaschinen. Ja, was soll denn das? Warum ist denn eine Baumaschine auf unserer Wiese? Die Folie gefällt mir nicht. Nächstes Mal müssen wir andere kaufen. Ja. Ich meine, ich Sind alles hab's. Umkosten, die wir zahlen. Was denn? Ja, diese Wickelfolie. Also, ja, wird gar, ist gar nicht mit einberechnet. Ich muss da zugeben, ich habe relativ sauber gepresst. Sie sehen nirgendwo mehr was, wo. Mist. Schlecht. Ja. Mann. Ba-ba-da-ba-ba. Aha, hier ist ein Fahrradweg, hier bin ich falsch. Vorsicht, Fahrrad. Ja, ein rotes Fahrrad mit vier Rädern. Ein Lastenrad. Wusstest du, dass es mittlerweile einen zweiten Hersteller für Seitenkonsolen gibt für LS? Ja. Also für so Holz-Seitenkonsolen halt. Also. Nö. Ja, da gibt's, also es gibt jetzt auch einen, der ist auch aus Deutschland, meine ich. Und der stellt welche her. Ja, die haben halt weniger Knöpfe, aber trotzdem irgendwie. Qualität soll angeblich besser sein.
was die optische Qualität betrifft. Also. Aber die haben halt, oder die kosten dann, in der niedrigsten Ausführung, glaube ich, war die bei 300 € Oh. und hat aber deutlich weniger Tasten. Dafür sind die halt beleuchtet, die Tasten. Und der Hey, hat eine das. komplett eigene Software, oder was heißt Software dafür? Der hat halt direkt so eine Tastenbelegungsschablone mit dabei, dass du halt eine Grundbelegung hast, die sinnvoll ist dafür. Na geht das ist schon cool so, ja. Er hat eine komplett eigene Download-Seite dann mit dabei, wo der dann anbietet, ja, Seitenkonsole links, Seitenkonsole rechts. Du kannst sie auch dann für die jeweilige Seite bestellen. Du kannst sagen, du willst 5 Knöpfe auf dem Joystick haben oder 2 oben, 3 unten oder 3 oben, 2 unten. Okay, das ist cool. Aber gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein Däumchen da. Schaut auf jeden Fall das nächste Mal vorbei. Bis zum nächsten Mal von der Ciao. Tschö.